Mit dem HTC One hat HTC mal wieder bewiesen dieses Jahr, dass sie ein schönes Handy herstellen können, komplett aus Metall, und mit dem Mini 2 bringen sie das nun in eine kleinere Form. Hier haben wir das Mini 2 mit einem 4,5 Zoll Display, eine HD-Auflösung, nicht Full HD wie beim großen 5 Zoll Bruder, aber dafür einem Gewicht von nur 137 Gramm, auch hier MicroSD-Kartenspeicher und eine Nano-SIM, damit wir das weltweit verwenden können, unter anderem auch in LTE-Netzwerken der 800er und 700er, 900er, 1800 und 2006er Frequenzen. Wir haben hier eine Dicke von nur 10,6 mm, was auf den ersten Klang recht dick klingt, aber an der Seite ist das viel, viel dünner, wie man gut erkennen kann. Und das HD-Display wird übrigens von einem Gorilla Glass 3 hier beschützt und ist auch wirklich schön anzuschauen. Auch hier wieder Boom-Sound mit verbaut, allerdings kein Dual-Camera, wie man hier unschwer erkennen kann. Nur 13 Megapixel sozusagen plus ein Blitzlicht, nicht zwei Lichter wie beim großen Original. Vorne dafür 5 Megapixel Kamera gleich, auch damit können wir entsprechend Full-HD-Videos dann aufnehmen, ideal für Selfies. Neben dem Snapdragon 400 hat es ein Adreno 305 hier reingeschafft, Quad-Core 1,2 GHz erwartet uns also, wenn wir das Gerät hier anmachen und bedienen wollen. Softwaremäßig natürlich Android 4.4 2 KitKat installiert. Wir denken mal, dass Android L auch, sobald es erscheinen wird, in den nächsten 90 Tagen dann auch hier drauf portiert wird. Das ist nämlich im Versprechen von HTC hier mit drin und die merkt auch beim Rumsliden im Gerät, dass es wirklich schön schnell ist. Ich kann mal kurz die Kamera hier aufrufen und dann könnt ihr sehen, die 13 Megapixel Kamera auf der Rückseite bewährt sich gut, ist in der Geschwindigkeit sehr angenehm und auch wenn ich die Kamera umdrehen will, ist die 5 Megapixel Kamera hervorragend, auch mit Licht von hinten, wie ihr sehen könnt, die Sonne scheint gerade, bin ich wunderbar scharf zu erkennen. Und es gibt auch hier wieder einige Funktionen, die wir einstellen können. Hier, wie ihr sehen könnt, wir haben für Profis Weißabgleich, Timer drin und auch für nicht so Profis hier noch die Möglichkeit, entsprechend einzelne Dinge einzustellen oder auch die ganzen Effekte zu benutzen, wie wir es schon von vielen HTC-Geräten gewohnt sind. Das kann ich hier allerdings natürlich auch in der normalen Kamera benutzen. Hier, wenn ich drauf tippe, könnt ihr sehen, wir haben mal wieder diese vielen Funktionen, um zum Beispiel Vintage-Sachen einzustellen oder andere coole Geschichten. Teilweise, wie ihr sehen könnt, ruckelt das doch ein bisschen, aber daran liegt's. Das liegt einfach daran, dass der Prozessor, der Qualcomm Snapdragon 400, doch nicht ganz so schnell ist wie der 800er, wie in dem Original HTC One M8, das ich gleich mal hier daneben halten kann, damit ihr euch von der Größe her ein kleines Bild machen könnt. Also es ist wirklich nicht viel kleiner geworden ist, das neue HTC One Mini M2. Am besten sieht man das immer so, wenn man es hier voreinander hält, aber es liegt trotzdem etwas besser in der Hand, dadurch, dass es kleiner ist. Es wurde dadurch allerdings auch etwas auf Plastik gesetzt. Hier kann man so einen kleinen Rahmen erkennen, der aus Plastik ist, nicht komplett Metall, wie es beim Original hier aus komplett einem Metall gefräst wurde, das Design. Sonst aber, wenn wir es zum Beispiel mit dem Apple iPhone 5S vergleichen, in der Größe trotzdem noch schön kompakt. Es ist natürlich etwas größer mit einem 4,5 Zoll Display, aber nicht viel größer und dadurch trotzdem sehr angenehm im Gebrauch. Und leider allerdings haben wir noch nicht viel Zubehör, zum Beispiel das Dot-View-Cover wie beim HTC One M8 wurde noch nicht angekündigt für das Mini, fände ich allerdings eigentlich sehr schön. So, bei der Kamera haben wir uns jetzt schon ein bisschen umgeschaut, wenn ich kurz in die Galerie reingehe, können wir hier ein paar Ergebnisse, was Benchmarks angeht, anschauen. Wir haben hier nämlich ein paar Benchmarks drauf. Und zwar könnt ihr hier sehen, dass es gar nicht erst im AnTuTu hier unter den Top-Geräten natürlich auftaucht. 4600 Punkte hat es im 3D-Markt bekommen. Und das war es eigentlich hier auch schon bei den ersten Bildern. Allerdings haben wir auch hier wieder die Möglichkeit, uns coole Galerien anzeigen zu lassen. Eine Timeline zum Beispiel, in Alben das Ganze, Screenshots und Camera-Shots oder auch nach Location, je nachdem, ob wir GPS angeschaltet hatten oder nicht. Hier bei den Camera-Shots, hier eigentlich vorhin einfach nur zwei kurze Bildchen und hier entsprechend nochmal, unser Device hatte in Quadrant zum Beispiel 8832 oder 83 Punkte und im Chrome-Browser 1619. Genau.
Wenn wir hier die Software anschauen, natürlich das übliche gute Paket von HTC immer mit dabei. Die Zoe-Plattform für Bilder-Sharing, Play Store, also die ganzen Google-Geschichten sind alle immer mit dabei. Also hier müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir gestrandet sind. Und unter anderem natürlich auch noch ein paar HTC-Apps, wie zum Beispiel Flashlight. Wir haben ja immerhin hinten LED mit dabei. Und auch für die Produktivität haben wir Polaris Office mit dabei, Scribble und noch den eigenen Browser, der allerdings eigentlich relativ unnötig ist, sowie eine Phone-App, falls wir sie doch mal auf dem Homescreen verlieren sollten. Die Dinge sind alle von mir vorinstalliert. Unter Temperance 2 können wir uns mal ganz kurz anschauen, wie die Gaming-Qualität hier ist auf so einem relativ kleinen Bildschirm. Müssen wir natürlich kurz warten, dass es lädt. Wir haben ja nur 1 GB RAM drin und 16 GB internen Speicher, den wir über MicroSD erweitern können, wie ich euch gleich zeigen werde. Natürlich. Jetzt können wir auch schon mal gleich mal spielen. Ich bin kein großer Temple-Run-Zocker, also müssen wir wie immer einfach nur springen, laufen und natürlich um die Ecke sliden teilweise oder auch nicht. Ich wollte jetzt natürlich nicht groß spielen, deswegen war das jetzt glaube ich schon genug, damit ihr ein bisschen die Spielequalität sehen könnt. Wenn ihr jetzt hier auf Recent Apps drauf geht, könnt ihr nicht nur einzeln hier diese zumachen, sondern auch mit X alle schließen lassen. Oder ihr könnt jederzeit hier auch unter Apps euch anschauen, welche hier laufen, wie viel RAM ihr noch frei habt, zum Beispiel jetzt haben wir noch die Hälfte frei, wie viel ihr auf der SD-Karte installieren könnt oder wollt oder welche Apps einfach runtergeladen wurden und viel Platz brauchen, zum Beispiel Dead Trigger 2, können wir jetzt einfach hier drauf gehen und sagen, deinstallieren. Ansonsten, KitKat-Oberfläche sieht man hier ganz gut ein bisschen, beziehungsweise hier können wir wie immer uns etwas auch Dinge einstellen, denn wir haben einige Quick-Settings, die wir erreichen können, wenn wir wollen. Finde ich immer sehr schön. Zum Beispiel Data-Roaming können wir an- und ausschalten oder Screenshots ganz einfach dann entsprechend dort auch auswählen. Aber hier, das sind so ungefähr die Grundeinstellungen, wobei das HTC Mini Plus hier ruhig weggenommen werden kann. Das ist ja nur ein externes Bluetooth-Telefon, falls ihr nicht immer mit eurem Handy telefonieren wollt im Office, sondern einfach ein externes Bluetooth-Handy verwenden möchtet. So, wir haben euch noch gar nicht um das Gerät außen rum geführt. Hier haben wir einmal den Micro-SD-Kartenslot, ein Nano-SIM-Kartenslot, Lautstärkeregler, ein Micro-USB-Port, der auch MHL kann, ist sehr wichtig für viele. Damit können wir dann über HDMI Inhalte ausgeben und der Kopfhöreranschluss ist hier oben sowie der An- und Ausschalter. Wie ihr merkt, hier haben wir keine Infrarotschnittstelle, so wie beim HTC One M8 und beim One M7 oder den normalen One. Entsprechend haben wir auch hier keine TV-App hier mit dabei, damit wir unsere Fernseher bedienen können, was ich etwas schade finde. So, jetzt gehen wir noch in den Browser rein, damit wir ein bisschen auch Webseiten uns anschauen können. Zum Beispiel gehe ich jetzt hier einfach auf unsere ungarische Tech-Seite techpo2.hu. Die ist zwar responsive, lädt aber schön schnell und hier kann man gut die Texte anschauen, dass sie wirklich, wirklich schön scharf sind und auch kleinere Texte lassen sich sehr scharf lesen. Zoomen kann man hier allerdings nicht dadurch, dass wir eine responsive Seite haben, aber ich mache jetzt einfach einen neuen Tab auf. Machen wir so und dann kann ich auf die New York Times gehen. Wir sind gerade über WLAN drin, wie ihr merkt. Und am besten achtet einfach auf die Akkulaufzeit, wie relativ langsam sie nach unten geht, obwohl wir die maximale Bildschirmhelligkeit hier haben. Und wie ihr sehen könnt, das läuft auch ganz gut. Hier können wir auch nicht zoomen, weil es responsive ist. Allerdings können wir hier auf den Desktop-Modus umschalten. Und dann werdet ihr erkennen, dass es auch dort sehr gut ausschaut. Auch von der Geschwindigkeit her, was auch ganz große Seiten angeht. Denn das ist wirklich eine ganz große Seite zum Laden. Und entsprechend sieht das trotzdem auf dem Display schon, obwohl es nur HD ist. Ich kann hier die kleinen Texte sogar auch noch selber lesen. Ich habe aber auch gute Augen. Aber wenn ihr einfach nur reinzoomen wollt, egal wie nah ihr reingeht, das schaut wirklich sehr schön scharf aus. Natürlich bis auf die Icons, die hier nicht angepasst wurden. Aber müssen ja auch nicht angepasst werden, denn dafür gibt es die mobile Seite. Wenn wir jetzt einfach nur YouTube-Videos anschauen wollen, auch ein wunderbares Handy. Ich kann hier einfach YouTube aufmachen und durch den Boom-Sound funktioniert das auch wunderbar. Ich kann jetzt irgendwas einfach aufmachen, zum Beispiel von Chip Online, das LG G3 Video hier. Und schon, wie ihr sehen könnt, das schaut hier wunderbar aus. Also beim HTC One Mini 2 ist auf jeden Fall alles mit drin. Wenn ihr euch ein kleineres Handy wünschen würdet, dann im Vergleich zum M8 ist es eine gute Wahl. Ich kann euch eventuell, wenn ihr den Preis nur anschaut,
euch das LG G2 empfehlen. Nicht G2 Mini, sondern nur das G2, denn es ist fast exakt genauso groß in der Höhe. In der Breite nicht ganz so sehr, aber mit 5,2 gegen 4,5 Zoll und dem exakt gleichen Preis, gleicher Kamera, guter Hardware, zwar mit Plastikgehäuse, ist das allerdings eine sehr gute Second Chance, denn mit einem Snapdragon 800 Prozessor ist er auch noch schneller und mehr RAM ist natürlich auch schöner, aber wenn ihr euch das G2 Mini euch nur kaufen wollt, mit einem auch etwas kleineren Design, wie ihr sehen könnt, auch das ist kleiner und hat eigentlich die gleiche Hardware drin wie das HTC, allerdings mit einem etwas schlechteren Display, aber auch einem ebenfalls günstigeren Preis. So, und das war's auch schon mit dem HTC One Mini 2 im Test. Entschuldigung für den Versprecher. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin überzeugt, dadurch, dass es Metallgehäuse hat, würde mir viel Zubehör dafür wünschen. Aber Infrarot hätte auf jeden Fall noch seinen Platz hier drin finden müssen. Aus meiner Sicht. Trotzdem, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.